Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute bereiten wir Roast Beef als Braten zu, nicht als Steaks. Wie ich das genau mache, zeige ich euch jetzt. So, ich habe mir beim Metzger ein schönes Stück Roast Beef besorgt, das ist schon vorpariert. Aber hier sind immer ein paar schöne Sehnen drauf. Die machen wir jetzt, beziehungsweise der Fettdeckel, den machen wir jetzt direkt weg. Einfach schön mit dem Messer entlang. Und dann ist das auch schon so gut wie erledigt. So. Guck mal hier, das Fett löst sich so ab. Ah, seht ihr das? Ich bin aber auch geschickt. So. 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 Die ganzen Fetzen hier ab. So, hier ist noch ein bisschen was. So, wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Das muss reichen. Dann habe ich hier so ein richtig schönes, geiles Öl geschenkt bekommen. Das tun wir da so ein bisschen drauf. Sieht man die Farbe, ist das nicht geil. Reiben das nur kurz ein. Ein bisschen mehr. Das Öl von sich aus hat einen unheimlichen Duft. Das ist phänomenal. So. Und dann einfach nur mit ein bisschen Salz, Pfeffer, einmal, das war das Salz, so, Pfeffer. Dann habe ich hier einen Vakuumbeutel. Da packen wir das ganze Stück jetzt rein, ohne alles zu versauen. Der Vakuumbeutel ist nämlich ein Ticken klein. So. Schon aus. Bleibt beiseite. Hier sieht man nämlich, hier habe ich jetzt außen eine Tüte Öl. Außen eine Tüte, innen eine Tüte Öl, aber außen nichts. Das heißt, jetzt wird das Ganze umgeschlagen. Dann habe ich am oberen Rand der Tüte kein Öl mehr. Ab damit in den Vakuumierer. Und Feuer frei. Das kommt jetzt zurück in den Kühlschrank und morgen, wenn ich es zubereite, seid ihr wieder dabei. Die Grillbriketts und Geholz habe ich jetzt zum dritten Mal im Einsatz. Klar, ich habe zwischendurch mal ein paar nachgeschmissen, aber im Endeffekt, da sind wahrscheinlich einzelne Stücke bei, die wirklich zum dritten Mal dabei sind. Die habe ich jetzt mal auf volle Kanne hochgefahren, auch richtig Luft dran. Die ziehen gerade ohne Ende. Dann nehmen wir uns das Roast Beef und schmeißen das drauf und lassen das mal schön anknuspern. Damit es mal richtig Farbe bekommt.
jetzt noch schnell auf den Grill zum Durchziehen. Der Temperaturfühler ist mittig eingeführt. Ich denke mal, eine gute Stunde wird er jetzt noch brauchen, bei ungefähr 105, 110 Grad. Kerntemperatur strebe ich die 56 an. Wie gesagt, ganz roh 52 ist für Roastbeef. Das ist ein bisschen wenig. Medium ist das schon okay, 56 Grad. Da warten wir jetzt drauf. Wie gesagt, ich denke mal, eine Stunde, sowas wird es ungefähr dauern. So, Stimme aus dem Hintergrund. 55 Grad haben wir erreicht. Das muss jetzt reichen. Also gut riechen tut's. Salz, Pfeffer kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Das werde ich ausprobieren. Ich schneide es jetzt einfach mal an. Wow. Oh, nicht alles durchgeschnitten. Geil. Einfach geil. Da hole ich euch mal näher ran. Guck mal. Ist das nicht phänomenal? Da könnt ihr euch besser erkennen. Ganz zart rosa. Oh. Genau so wollte ich es haben. So, jetzt muss ich die Kamera wieder richtig einstellen. Jetzt wird natürlich auch direkt probiert. Schneiden wir nochmal eine ganz dünne Scheibe ab. So. Ja, warm ist es. Wie Klaus sagen würde, immer rein in die hohle Birne. Ey, ein Traum. Boah, ist das geiles Fleisch. Boah, da sag ich nicht mehr los. Wenn euch das genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir einen Daumen hoch da, lasst mir ein Abo da ab, drückt auf die Glocke. Ein wohlwollender Kommentar ist immer gerne gesehen. Gerne auch ein negativer Kommentar, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, sagt ihr mir einfach, dann kann ich es verbessern. Ich bin halt nicht perfekt. Stehe ich zu. So, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag.